Hi. Und einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe die Kamera schon hinten dran hängen. Sorry. Montagmorgen, es ist 4. Und ja, jetzt fahren wir mal los in Richtung Mannheim. Holen dort unseren Cut, unseren 336, und der geht auch hierher auf den Hof. Ich wünsche viel Spaß beim Zusehen. Und dann bis gleich.
So, ab hier geht's dann los mit der Tonaufnahmen oder beziehungsweise mit ohne Tonaufnahmen. Ich habe diesen Media Mod von GoPro eigentlich eine super Sache, wenn das Teil geht. Aber ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, dass wenn die Kamera da bleibt mir mal beim Schamhaar, wenn die nicht richtig da drin steckt, in diesem Teil, wirklich ein Mühchen nicht da, richtig da drin steckt, und dann nimmt die keinen Ton auf. Wie gesagt, ich weiß jetzt, woran es liegt. Ich werde das jetzt auch jedes Mal testen, bevor ich irgendwelche Aufnahmen mache. Und dann wird sowas wie jetzt hier nicht mehr passieren. Hoffe ich doch. Moment. Das war das einzige an Tonaufnahme, was die Kamera gemacht hatte. Werden noch einige Aufnahmen folgen, wo kein Ton ist. Ist nicht schlimm, wenn man mich nicht labern hört. Ich werde eben ein bisschen Musik hinterlegen dann. Wenn Musik kommt, wisst ihr, der Kelleknecht hat versagt. So, das hier ist nicht dasselbe Bagger wie eben. Das ist ein 1936, der stand bei uns in der Werkstatt drin. Den habe ich jetzt schnell rübergeholt. Aufnahmen ebenfalls noch ohne Ton. Sorry. Aber ich weiß ja jetzt, woran es liegt. Thank you.
So, im Anschluss bin ich dann nach Biggenbach rübergefahren mit meinem Kollegen zusammen und haben noch den R39 hier geladen. Aufnahmen ebenfalls ohne Ton. Wie gehabt. Am nächsten Morgen bin ich dann hoch nach Pirmasens, habe unseren R926 geladen. Hier die PR716, die man hier im Bild sieht, die hole ich dann im Anschluss. Davon gibt es auch leider wieder keine Tonaufnahmen. Aber ich glaube, ich habe genug Musik gespielt jetzt in dieser Folge. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ich habe die Kamera hingestellt, es ist alles noch ohne Ton. Ein leichtes Kratzen. Auf jeden Fall, wie aus heiterem Himmel, war der Ton da. Diese Aufnahmen sind dann
wieder mit Ton. Sorry für das Kratzen gerade. Das ist, ich weiß nicht warum, entweder hat sich das gerade hier verbunden. Keine Ahnung. Im Anschluss bin ich dann noch hier runter nach Ingelheim, hier in das Pharmaunternehmen. Und habe einen unserer R934 geladen. So, bin ich hier am Werk. Wie gesagt, drinnen film ich nicht. Melde ich mich wieder, wenn ich draußen bin. Thank you.
Morgen früh werde ich dann nach Bodenheim runterfahren, nach Mainz. Da steht ein 29, ein Radbagger. Dann werde ich auch wieder bei Zeiten losrollen, so gegen 4, halb 5. Den Bagger dort laden. Vielleicht sattel ich auch noch um morgen früh. Schauen wir mal. Dann werde ich mit dem Tieflader fahren. Ja, das ist mit Radbagger ist es immer ein bisschen blöd. Baggerbrücke. Ja, da hast du nur quasi zwischen den Reifen hast du nur ganz wenig Platz, dass die Reifen nicht innen drin an der Baggerbrücke schleifen. So. 16:45 Uhr haben wir es jetzt. Ich mache dann Schluss für heute. Das war dann der Dienstag. Der letzte Dienstag vor den Weihnachten. Pause, Fahrer 1, Ende Land. Der speichert, jawohl, Funke aus, Licht aus, Licht an. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Haut rein. Bis dann. Tschüss.